Hallo und einen wunderschönen guten Morgen. Leo hat seit heute Urlaub. Gell, Lorena? Hat dein Papa jetzt frei? Chillen wir jetzt zusammen? wir jetzt zusammen? Ja, Leo guckt die neuesten Folgen Rick and Morty. Ja, das ist dein Vater. Der guckt noch sowas. Ich gucke auch noch gerne Disney-Filme. Sollen wir runtergehen, frühstücken? Sollen wir runtergehen, frühstücken? Good morning, Friends. Ich bin gerade schon im Auto. Ich bin schon etwas länger wach. Ich habe heute den ganzen Morgen Wäsche gemacht einfach. Und jetzt bin ich auf dem Weg zu einem Termin. Und zwar schauen wir uns eine Wohnung an als Kapitalanlage eventuell. Und ja, schauen einfach mal so den Zustand der Wohnung an und reden über den Preis. Also ich weiß nur, das ist eine 60 Quadratmeter Wohnung. Da muss man auch ein bisschen was renovieren. Also so die Böden und eine Küche und das Bad. Also man muss schon ein bisschen was investieren in die Wohnung. Aber wenn der Preis stimmt, dann kann sich das ja schon lohnen. Deswegen schauen wir es mal an und dann, genau, sage ich euch Bescheid. Vielleicht kann ich sogar was filmen von der Wohnung, je nachdem, ob da persönliche Gegenstände drin sind. Dann kann ich es euch so ein bisschen zeigen. Das hier ist mein Frühstück. Ich habe jetzt diesmal nicht Reis mit Ei, sondern Brot mit Ei. Ich hatte keinen Bock, Reis zu kochen. Und ja, Früchte. Dann habe ich hier einen Stillsaft und einen Kaffee. Ey, bei diesem Stillsaft muss ich mich echt selber voll beherrschen, weil ich finde, das schmeckt voll lecker. Und auf der Packung, also ich habe am Anfang immer so eine ganze Flasche immer geäxt. Und auf der Packung irgendwann habe ich dann gelesen, man darf nur 200 Milliliter am Tag verzehren und dann steht drunter so in Dickbuchstaben, bitte auf die Verzehrregeln achten oder so. Ausrufezeichen, 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 nicht nur so. Okay. Ja, ich habe so was kann denn schon passieren so? Das sind doch halt Vitamine drin. Kann man einen Vitaminüberschuss haben? Jetzt trinke ich halt 200 Milliliter am Tag. Das ist echt immer ganz praktisch. Immer, ich mache sie morgens, also wenn wir aufstehen, also wenn wir aufwachen, dann spielen wir noch so im Bett und dann stille ich sie. Und oft ist es so, im Bett, wenn wir ein paar Stunden wach waren, wenn ich sie still, dann schläft Lori ein. Wenn nicht, dann mache ich sie halt einfach in die Trage und mache so lange mein Frühstück und so. In der Zeitspanne, wo ich mein Frühstück mache, schläft sie wirklich immer ein. Das ist dann voll chillig, weil Frühstück ist dann fertig. Und ich lege sie dann einfach nur noch hoch und kann mein Frühstück in Ruhe genießen. Bin echt mega dankbar für. Oft sitzt sie auch hier neben mir und guckt mir halt beim Essen zu. Aber irgendwie so komplett so die Ruhe zu haben, ist schon geil. Ich habe jetzt auch gestern Abend habe ich eine Packliste geschrieben. Ey, ich bin eigentlich normalerweise bin ich immer so, dass wenn wir irgendwo hinfliegen, dann packe ich immer so wirklich einen Abend vorher. Das habe ich auch die letzten Male immer gemacht bei unserer ersten längeren Reise nach Dubai mit Lorena. Habe ich auch einen Abend vorher gepackt und habe dann gemerkt, okay, das kann ich jetzt nicht mehr machen. Ich muss es ändern, weil ich war dann bis um 3 Uhr morgens wach oder so, habe alles gepackt. Ja, parallel musste ich dann zwischendurch sie mal wieder stillen, dann sie wieder zum Schlafen legen, dann weiterpacken, dann leise packen. Also es war nicht mehr schön. Und deswegen habe ich dann gedacht, okay, für Philippinen muss ich viel, viel früher anfangen zu packen, weil wir jetzt auch 3 Wochen weg sind und ja, ich muss mich dafür vorbereiten. Deswegen, also ich brauche das.
Deswegen habe ich für Lorena eine Packliste gemacht. Also für meine Sachen brauche ich ja keine Packliste, weil eigentlich weiß ich ja schon, was ich mitnehme. Glaube ich. Ich blende euch hier die Liste ein. Ihr könnt mal sagen, was ich vergessen habe. Ich lese sie euch mal vor. Ich muss sie, glaube ich, auch besser ordnen für die Reise, was ich dafür brauche, für weiß wofür unterwegs. Ja, aber ich habe jetzt alles willkürlich einfach aufgeschrieben, was mir eingefallen ist. Also Kleidung, Badeanzug, Schwimmbrille, Sonnenhut, Sonnenbrille, Badehut, Badewanne. Also es ist so eine aufblasbare Badewanne. Schwimmring, Erste-Hilfe-Kit. Erste-Hilfe-Kit, was habe ich da geschrieben? Es war nachts. Auf jeden Fall sind da halt so die Reiseapotheke, genau. Reiseapotheke. Sonnencreme, Schmierzeug, Trage, Jojo, Sicherwagen, Windeln, Feuchttücher, Milch. Also ich habe meistens immer auch so Prämilch dabei für den Fall, keine Ahnung, für irgendeinen Fall. Falls ich irgendwie unterwegs bin, will ich auch mit unseren Friends für 2 Stunden kurz weg und sie hat in der Zeit Hunger, dann gibt es Milch. Flaschen, To-Go Milchbehälter, Thermoflasche. Thermoflasche, das hört sich irgendwie falsch an. Schnuller, Reisepass, U-Heft, Impfpass. Das habe ich sowieso immer dabei. Braucht man das? Ja, oder? Ist immer gut, so dabei zu haben. Brei. Bei Brei wird es auch interesting. Pflegemittel, Decke, Spucktücher, Handtuch, Waschlappen, Stillhütchen plus Ersatz. Das ist für mich. Aber bei Brei, da habe ich dann überlegt, ob ich so Quetschis mitnehme. Aber da gibt es ja nicht so. Also so Gemüsequetschis. Nee, doch, das gibt's, glaube ich. Ich muss mal selber gucken. Aber wisst ihr, deswegen habe ich schon mal diese Liste gemacht, weil ich habe jetzt nämlich schon alles, was ich noch brauche, in der DM-App alles abgespeichert, dass ich den einfach nur noch dann, wenn es soweit ist, bestellen kann und abholen kann. Deswegen ist halt, dadurch, dass wir auf die Philippinen gehen und zu unserer Familie, haben die eh auch alles da. Aber ich habe sie sicher lieber auch mit. Ich habe auch so Mückenschutz, habe ich eigentlich auch. Ach, keine Ahnung. Erstmal. Ich habe heute gelesen, in einem der Kommentare stand drin, da ist jemand aufgefallen, dass wir zwei untereinander kalt sind und nicht, dass wir die nächste Trennung sind. Ja. Julian. Hast du das auch gelesen? Und was sagst du dazu? Das ist so schlimm, finde ich jetzt auch nicht. Nein, wir nehmen ja nur 10 Minuten eigentlich auf von unserem Tag. Der Tag besteht aus 24 Stunden. Und in diesen 24 Stunden fassen wir uns schon mal an. Gelegentlich. Man muss auch sagen, tatsächlich, ein Baby bringt in der ersten Zeit eine gewisse Distanz in die Beziehung, weil... Ist in der Mitte. Ja, weil das ist halt echt immer zwischen einem. So. Ist immer ein Baby am Start. Kannst du auch nicht spontan was zu zweit unternehmen oder so? So, ich hab gekocht. Du hast gar nichts gemacht. Leo hat gekocht. Es gibt Nudeln mit Rahmsoße und Pilzen. Und Peter. Peter? Der Peter. Der da drin ist. Achso, Petersilie. Leo wartet nie auf mich. Oh, jetzt, warum? Ich muss probieren, was ich gekocht habe. Entschuldige. Warte nie auf mich, bis ich mal ready bin zum Essen. Brauchst du halt mal eine halbe Stunde. Ja, und dann gehst du auch einfach, wenn ich noch nicht fertig bin. Stimmt gar nicht, ich bin maximal im Ofen. Deine große Liebe. Der Ofen. Heute Abend gibt es bei uns übrigens Raclette. Ich glaube, Anna. Wir haben uns jetzt nicht abgesprochen, aber ich glaube, Anna geht dafür einkaufen. Hoffen wir. Bei Raclette denkt man immer so, ja, das ist ja dann nicht so viel. Ja, das ist viel mehr zum Putzen, als wenn man normal kocht. Geht. Ich finde, es ist nicht so viel zum Putzen, wenn du nichts anbrätst oben. Ja, aber die ganzen Schälchen. Ich meine, du hast 50 so kleine Schalen für das ganze Zeug. Ja. Die du alle spülen musst. Ja, das stimmt schon. Aber Raclette ist halt geil. Kram bedeutet Sahne. Was? Echt? Was sagst du, was Rahm ist? Ich dachte, Rahm ist Rahmsoße. Nee, Rahm ist, ja, Rahmsoße ist Sahnesoße. Es ist Sahne. Ja. Ich dachte immer, Rahm ist halt nochmal so eine dickere Variante von Sahne. Rahm ist Sahne. Crazy. Ich war damals im Französischunterricht.
Und Leo im Mumm. Das ist Hauswirtschaft, Unterricht. Deswegen kann Leo auch besser kochen. Oder hat so ein Allgemeinwissen, was das Kochen angeht. Ich hab's daheim gelernt von Mutti. Hallo! Traumatisiert, aber das kann ja sogar erleben. Hallo! Wir sind jetzt bei Kat. Und zwar werden wir heute Abend so ein bisschen Raclette-abendmäßig was machen. Ich hab mir extra ein Reel gespeichert, wo es so Raclette-Pfännchen-Ideen gibt. Weil ich bin so eine Person, ich mache immer dasselbe bei Raclette. Und ich dachte, komm, eigentlich mal cool was anderes auszuprobieren. Man kann zum Beispiel S'mores machen. Man kann Mac and Cheese machen. Das finde ich auch eine gute Idee, aber wir haben keine Macaroni-Nudeln. Egal. Dann kann man Nachos mit Käse machen. Es gibt so viele coole Sachen. Ich kann euch das Video gerne mal verlinken in der Infobox, falls das sich jemand interessiert. Von der Mone. Ja, mega. Auf jeden Fall, die Arme, die wackelt die ganze Zeit, weil ich mit den beiden wackel. Muss ich mal stillhalten, gell? Sie ist schon alles verwackelt hier. It's Raclette time, Raclette time. Raclette. Wir sind cool und sagen Raclette. Wieso 8? Ist nur 7? Ja, naja. Wie kannst du eine Tochter vergessen? Die Frage ist, ob wir nur ein Raclette machen oder zwei Raclettes. Aber ist das zweite auch hier? Ja. Also jedes Raclette-Pfännchen ist mal anders bei dir. Ja, also nicht das Ding. Nein, alles ist wieder aus Talent. Nee, weil ich glaube, es könnte sogar sein, dass jeder einzelne von euch in den 10 Aufgaben immer einer besser ist als ich. Aber ich glaube, in der Summe hätte ich die meisten Durchschnittspunkte. Das ist so geil. Ja. Und du glaubst, vieles in Ordnung reicht, um in der von 10 Spielen der Beste zu sein? Nicht der Beste, ja. Ja doch, du sagst es. Nee, wenn ich 10 Spiele mache. Ich glaube, dein Talent ist wirklich das. Ich hab dich zwar noch nie so gesehen, aber so barfuß in so Traubenstampfen. Das könnte ich bestimmen. Ich glaube, da wärst du der King. Nein, wir suchen gerade Julis Talent übrigens. Nee, also ich zeige gerade nur um Julis Talent. Ich wollte gerade zeigen, was ist euer Talent? Was ist dein Talent? Was ist dein Talent? Marco sein Talent, Raclette-Fahren machen ist. Oh! Der Comedian! Okay, stimmt doch, Leo ist. Stimmt, muss man sagen, Leo ist schon witzig. Auf seine Weise. Leo ist schon dein Talent. Ey, ich war Football-Profi. Ey, ich weiß, dass das dein Talent ist. Was soll man darüber noch sagen? Was soll man darüber noch sagen? Ich weiß, was dein Talent ist. Du kannst die Bälle, den Pinguin, auf dem Boden. Ja, auch. Dir fallen immer so random Sachen ein. Juli, sein Talent, ich glaube, cringe zu sein. Ja, und schwer. Das ist echt Julis Talent, gell? Du kannst gut Kopf rechnen. Ja, echt? Was ist 7 mal 7? 49. Was ist 5 mal 8? 40. Was ist 9 mal 9? 81. Was ist 7 mal 3? Ja, 21. Was ist 4 mal 4? 16. Ich kann ja echt gut. Was ist 1334 mal 243? Ja gut, sowas kann ich nicht. Das ist Alter, sorry! Er ist doch nicht gut im Kopf. Ja, das sind 22.489 gibt's ein. Ich weiß noch nicht mal, was ich gesagt habe. Das sind 30% von 80. Es ist eine gefilmte Pfanne. 30% von 80. Das ist mein Talent. Benutzt doch deinen Taschenrechner. Hallo, er sein nein, Talent ist Kopfrechnen. Nein, 24. Ja, 24. Ich hab's falsch schon gesagt. Ja, 24. Ich schwöre, ja, seitdem ich auch mit Juli zusammen bin, wurde mein Kopfrechnen immer schlechter. Weil ich mir gar keine Mühe mehr gebe, Kopf zu rechnen, weil er es immer so kann. Ja, ich bin nur so einmal eins gut, weil ich in der Grundschule war ich darin gut. Ich kann den Mathe aber nicht mehr verbessern. Geil, okay. Anna hat ja, also ich kann gut singen, ich bin kreativ. Du kannst gut malen. Ich kann zeichnen. Ich kann gut basteln. Ja, das sind so allgemeine, so... Wir haben jetzt voll so Dinge aufgezählt, die so random sind. Okay, warte. Okay. Ich weiß, was du gut kannst. Ja, was du kannst random ist. Zeigen. Stimmt, damit kommandiere ich mich immer rum. Geht ja. Das ist so, das macht hier so ein Bitte gemacht.
Was mit deinem Talent? Nee. Das ist kann was ich ist dein nicht. Talent? Was ist Nanis Talent? Ey, Nani kann richtig gut mit Kindern. Ja. Ja. Das hab ich auch gesagt, aber sie hat ja schon. Sowas kann ich zum Beispiel gar nicht. Das ist ich kann das auch nicht. Ich hab Nanias Kommentar gehört. Deshalb ist sie auch mit Abi zusammen. True. Ist auch, dass Katjas Talent ist auch, sie kann gut mit Kindern. Ja, das auch, stimmt. Wo seid ihr? Also bei Marco brauchen wir eh nicht anfangen. Ja, Marco. Back home. Akku ist gleich leer vor der Kamera. Ich sag schnell Tschüss für heute. Und wir sehen uns dann morgen wieder. Bye.